Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einem neuen Minecraft einfach so. Ich bin der Osterhase und ich präsentiere euch die neue Folge mit Nicole. Hi, liebe Gaming-Freunde. Hallihallo. So, ich schiebe mein Mikrofon mal ein bisschen weiter hier rüber, denn ich möchte hier die Tastatur vor allem zum Spielen. Aber bevor wir loslegen, möchte ich gerne von euch wissen, na, wie waren eure Osterferien? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. War da bei eurer Familie? Gab es coole Ostergeschenke? Habt ihr irgendwie, ich werde mal hier so nebenher ein bisschen was machen, damit es nicht allzu langweilig wird. Habt ihr irgendwie voll coole Sachen geschenkt bekommen? Waren die so versteckt, dass ihr sie gefunden habt? Oder habt ihr ein bisschen länger suchen müssen? Oder gab es vielleicht sogar die ein oder anderen Geschenke, die ihr nicht gefunden habt? Und ihr müsstet dann die Hilfe vom Verstecker in Anspruch nehmen, weil ihr sonst durchgedreht werdet. Fängt ja heute immer wieder super toll an mit geilem Deutsch. Also ich habe ein paar Geschenke gekriegt von meiner Mama und wir haben ganz doll gefeiert und von meinem Papa natürlich auch. Und es war total cool, es hat Spaß gemacht. Was ich noch sagen wollte unbedingt, und zwar tut es mir leid, dass ich im letzten Video, das ich gemacht habe, vergessen habe zu sagen oder zu erwähnen. Was ist das denn? Boah, das sah voll aus wie so ein mega Zombie. Ich habe gerade echt Angst gekriegt. Vergessen hatte zu erwähnen, dass ich über die Osterfeiertage leider keine Videos hochladen kann, weil ich nämlich ein bisschen viel unterwegs gewesen bin. Familie, Freund und so weiter und so fort. Und wir haben ganz viel gefeiert und besinnliche Tage gehabt jetzt über Ostern. Deswegen tut es mir leid, dass ich das vorher nicht gesagt habe. Das ist mir irgendwie entfallen und ich habe dann auch darüber nachgedacht, während der Feiertage, ob ich vielleicht dann irgendwie ein Video hochladen sollte, um euch das nochmal im Nachhinein zu sagen, aber habe dann gedacht, ich glaube schon, dass ihr das wisst oder ja, dass ihr das ahnt zumindest mal, warum kein Video kommt. Ich meine, sind Feiertage und da ist ja meistens auch wirklich die Familie dann das Wichtigste. Ich denke mal, das wird bei euch auch so sein. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem gut über die Osterfeiertage gekommen seid, auch ohne mein Video. Dafür kommt ihr heute wieder oder ist ja jetzt ein neues Video da, wo ihr euch anschauen könnt. Und wird diese Woche auch wieder ganz pünktlich so nach Plan weitergehen, wie es vorhergesagt wurde. So. Ich habe jetzt ein kleines Problem und zwar haben wir ja jetzt schon wieder 10 Samenkörner und ich würde sehr, sehr gerne unseren Garten ein bisschen erweitern. Wir haben ja letzte Woche schon erstmal hier das Gartentor so klein gemacht. Jetzt müsste ich das alles wieder abmachen. Aber ich glaube, mit der Steinaxt geht das relativ schnell. Oder machen wir uns hier einmal von vorne nach hinten hier und dann noch ein Feldchen nebendran, damit das ein bisschen mehr wird. Als nur eins. So. Kommt schon. Machen wir das kaputt. So. Und stellen wieder Neues hin. Da haben wir unser Holzdings da. So. Und morgen, oder beziehungsweise die ganze Woche wird natürlich jetzt wieder... Ernsthaft? Ist das Ding jetzt gerade in dem Moment kaputt gegangen, wo ich einmal mit irgendwo was drauf hau? Oh, ist ja voll dämlich. Mann. Holzhammer. Stein. So. So, dann haben wir hier eine Steinhacke. Ich denke mal, die wird ein bisschen länger halten als die 0815 Hacke von nebenan. Ja, aber das war wirklich schön. Also ich hatte ein paar tolle Tage. Und wir sind ziemlich viel Auto gefahren, weil meine Eltern wohnen ein bisschen weiter weg von hier. Da müssen wir dann immer mit dem Auto über die Autobahn rasen. Und ich hatte eigentlich totale Angst, dass wir da kilometerlang im Stau rumstehen. Aber Gott sei Dank haben wir noch Glück gehabt. Weil das Gute war, wir sind eben nicht am Donnerstag hingefahren, sondern am Samstag,
weil wir haben dann schon so geschaut, wie das aussieht mit Stau und so weiter und so fort und dachten einfach, okay, der Samstag ist wahrscheinlich der Tag, wo am wenigsten auf den Autobahnen los sein wird. Und da hatten wir auch wirklich Glück. Also bei der Hin- und bei der Rückfahrt war es eigentlich so, dass immer auf der gegenüberliegenden Straßenseite der mega Stau gewesen ist und da, wo wir gefahren sind, da nicht. Das war eigentlich irgendwie voll cool. Ja, wir sind da recht zügig vorangekommen. Meine Tür hat gerade geknarzt. Ich komme gerade vor wie so einem Horrorfilm. Habe ich gestern eigentlich angeguckt, einen Horrorfilm, den ich noch nicht gesehen hatte. Mit so ein paar Kindern, mit so ein paar Kindern und einer Mutter. Und die Mutter, die dreht irgendwie dann total durch und läuft da quasi Amok in ihrer Familie. Und das war echt total merkwürdig, der Film. Gruselig. Nix für kleine Kinder. Jo. Psidu. Ich habe heute überhaupt keinen Plan, weil wisst ihr, eigentlich habe ich, also ich komme gerade von draußen, also von ganz draußen. Ich bin gerade unten so da, wo, also wenn man bei uns so rausläuft, da hinten ist so ein grünes Feld, so mit Wiese und total schön eigentlich und die Sonne hat so toll gescheinen und so gescheinen. Was ist denn heute los? Was wollte ich gerade erzählen? Genau, die Sonne hat so toll gescheint und dann bin ich rausgegangen, weil ich eigentlich ein Video aufnehmen wollte. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin nur gerade kurz im Überlegen, was ich eigentlich tun wollte. Was wollte ich tun? Ich bin so verplant heute. Es tut mir echt leid. Hallo Kuh. Ja, was ist mit euch los? Ihr steht hier nur so faul rum. Macht mal was. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, du. Ich brauche noch Halsbänder für euch. Ich will euch noch Namen geben. Ich würde mal sagen fast, dass wir heute ein bisschen hier Glas einbauen in unser Haus, damit wir auch ein bisschen rausgucken können. Dann nehmen wir jetzt gerade mal ein wenig Sand mit. Jo. Und dann machen wir nämlich dann Glas da draus und dann können wir schön, so, dann haben wir schon mal einen Plan. Okay, und dann kann ich jetzt endlich erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Hi. Ich komme zu nichts. Genau, ich bin so verpeilt eben, weil ich wollte von Let's Play aufnehmen und habe die Kamera angemacht und das Spiel angemacht und alle Programme angemacht. Und dann, in dem Moment, wo ich aufnehmen wollte, da war es. Das Geräusch. Von unten. Aus der Tiefe. Nee, Quatsch. Also wir haben die Handwerker heute im Haus. Und also nicht bei uns, hier in der Wohnung, sondern unten im Haus sieht man irgendwas im Keller. Ich habe keine Ahnung. Und das also ist eigentlich nicht erst seit heute, sondern das ist jetzt schon ein paar Tage. Aber über die Osterfeiertage war es jetzt still. Und die sind heute so extremst laut gewesen, mit ihren blöden Bohrmaschinen. Und haben so viel Krach gemacht, dass ich wirklich vorhin, als ich das jetzt Let's Play aufnehmen wollte, mein eigenes Wort nicht verstanden habe. Und ihr hättet mit Sicherheit auch kein Wort verstanden. Und dann habe ich da so 3-4 Anläufe gemacht, habe immer so ein bisschen aufgenommen und geredet und dann ging es los, weil die machen immer zwischendrin so 2-3 Minuten Pause. Aber das reicht ja nicht, weil Let's Play ist ja länger. Und dann habe ich, warte mal, Entschuldigung. Und da habe ich immer wieder versucht und versucht, gerade in der Pause, in der die machen, so ein bisschen aufzunehmen. Aber das Problem ist, dass es einfach nicht funktioniert, weil man kann nicht einfach hier so aufnehmen, Pause, aufnehmen, Pause, aufnehmen, Pause. Ist total dämlich. Und deswegen habe ich dann gedacht, gut, das bringt leider auch nichts, wenn ihr mich alle 3 Minuten nicht hört für 5 Minuten, dann ist es total sinnfrei. Also kann ich es auch gerade bleiben lassen. Dann war aber natürlich wiederum auch der Gedanke, dass ich ja einen festen Plan habe, in den ich mich auch halte, wenn es funktioniert. Und weil ich will euch ja nicht im Stich lassen. Ich will euch ja das quasi liefern, was ihr gerne haben möchtet, nämlich mich und ganz viel Spaß. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn das nicht funktioniert, weil die da draußen so einen Lärm machen, dann muss ich euch erstens mal natürlich Bescheid geben, warum kein Video kommen kann an dem Tag. Und zweitens auch natürlich einen adäquaten Ersatz dafür bieten.
dass kein Video kommt. Also bin ich nach draußen gegangen, habe meine Kamera geschnappt und habe mich ein bisschen so auf das Feld gestellt mit der Sonne in meinem Rücken und habe versucht, ein Video aufzunehmen. Dann kam ein Zug, ein lautes Auto, zum Abschluss noch ein Hubschrauber und ein paar lachende Kinder oder schreiende Kinder und ein paar Vögel, die so laut gezwitschert haben, dass ich mein eigenes Wort nicht verstanden habe. Und dann habe ich gedacht, ich drehe durch. Ich werde wahnsinnig. Es hat einfach nichts funktioniert. Es war wie verhext. Ich habe keine 2 Minuten Ruhe gehabt. Ich habe versucht, auch dann ein bisschen woanders hinzugehen. Und dann hat plötzlich der Wind angefangen. Und wenn der Wind anfängt, dann habe ich das Problem, dass zwar meine Kamera ein gutes Bild aufnimmt, aber keinen guten Ton. Und das war dann insofern ein Problem, als dass man nur noch Rauschen gehört hat. Und dann habe ich gedacht, dass ich wirklich, wirklich, wirklich bald durchdrehe und habe es sein gelassen. Dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt einfach wieder hoch und werde einen Vlog aufnehmen, einen kurzen, in meiner Wohnung. Die Geschichte ist cooler. Einen kurzen Vlog aufnehmen in meiner Wohnung, um euch Bescheid zu sagen, wie, was und warum. Und den hätte ich ja kurz in 2 Minuten sprechen können und dann einfach hochladen. Dann hat mir aber die Idee auch wieder nicht gefallen, weil das einfach so in 2 Minuten abgefespert, das ist doof. Das habt ihr auch nicht verdient. Und dann bin ich aber hier hochgekommen und habe gemerkt, oh, die Handwerker machen entweder eine große Pause oder Feierabend. Eins von beiden, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht gleich anfangen werden, sonst raste ich aus. Und habe dann gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Habe die Kamera angeschmissen, den PC angeschmissen, alles angeschmissen, was ich brauche. Und nehme jetzt einfach das Let's Play auf. In super duper mega Geschwindigkeit. Falls jetzt gleich das Gebore wieder losgeht. Aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe es echt nicht, weil ich sage euch eins, die haben heute Morgen warum hänge ich hier so rum? Die haben heute Morgen um 7 Uhr angefangen mit dieser Scheißbohrerei. Und die sind im Keller und man hört das im 4. Stock noch, wie... Das glaubt ihr nicht. Das ist brutal einfach. Das ist echt brutal. Und gestern Abend... Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Im Moment bringt mich echt viel zum Durchdrehen. Das ist irgendwie komisch. Gestern Abend war ich mit meinem Schatz im Kino gewesen und als wir wieder nach Hause kommen, da hören wir dieses komische Piepsen. Das war... Ich weiß nicht, kennt ihr das zum Beispiel, wenn die Bahnschranke runtergeht, dann ist es nicht so wie so ein Piepsen, das ist eher so ein... Also es macht so ähnlich so... Ding, ding, ding. So ungefähr. Wenn ich das jetzt noch 3 Minuten weitermachen würde, genau in dem Ton und in diesem monotonen Ton. Und es wäre 2:30 Uhr morgens und ihr wärt einfach todmüde und wolltet einfach nur noch schlafen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mit meinen Nerven total am Ende war, als es einfach nicht mehr aufgehört hatte zu piepsen. Und zwar war das irgendwie im Stockwerk unter uns gewesen, aber man kann ja nicht einfach beim Nachbarn klingeln und kann dort, ich meine, es war 2:30 Uhr nachts und kann dann mal sowas sagen wie, ey, was zum Teufel klingelt da in deiner Wohnung, was auch immer es ist, mach's aus. Und wir haben auch mal versucht runterzugehen und zu schauen, in welcher Wohnung genau das ist. Dummerweise hat es jedes Mal aufgehört, wenn wir runtergegangen sind. Also, was heißt jedes Mal? Zweimal war das. Zweimal waren wir unten, genau. Also einmal war mein Schatz ganz alleine unten und das zweite Mal bin ich mitgegangen, weil ich nicht glauben konnte, dass es aufhört, wenn man runtergeht. Und dann hat es auch wieder aufgehört. Und dann haben wir gesagt, ach scheiß drauf, wir legen uns jetzt ins Bett, versuchen irgendwie zu schlafen. Oh, aber das war so schlimm. Das war echt so schlimm. Mann. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass in dem Moment, wo das dann auch aufgehört hat, oh, mach mal hier die Tür zu vielleicht, oder? Du kommst hier nicht rein. In dem Moment, wo das dann so aufgehört hat, ja, hat man das erst gar nicht realisiert, sondern dieses Geräusch war noch im Kopf drin und hat irgendwie, also, obwohl es eigentlich Stille war, im Kopf noch weiter geklingelt und man hat gedacht, man hört es immer noch und das war echt grausam. Und ich dachte mir so, boah, also... Das wäre eine übelst krasse Foltermethode, ohne Scheiß. Ich war so am Ende, nach 5 Minuten habe ich gedacht, ich raste vollkommen aus.
Vor allen Dingen, weil man halt, wenn man die Geräuschquelle nicht kennt und man nicht weiß, wie man die dann ausschalten soll, ist echt krass. Um 3 Uhr ungefähr hat es dann aufgehört zu klingeln und wir konnten dann doch schlafen, aber wir haben zuerst versucht, noch einen Fernseher anzumachen und den Fernseher lauter zu stellen als das Klingeln. Aber das hat auch nicht funktioniert. Jetzt muss ich gerade mal hier schauen. Also hier ist Holz, da ist Holz, da ist Holz. Oh, das sieht aber sehr ungleichmäßig aus. Man soll da wieder ein Holz hinmachen, oder? So. Mhm. Okay. Da ist Holz, da ist Holz. Perfekt. Yay, das sieht doch schön aus, oder? Ich find's toll. Wunderbar. Okay, dann machen wir hier noch ein Dings rum. Und den Zauber. Ah, hallo ihr da draußen. Jetzt kann ich mal schauen, was ihr da so macht. Und wir haben den Garten nicht wieder eingezäunt, wir haben es vergessen. Egal. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Hier Bücher, hier Bücher, hier Bücher, hier Bücher. Also hier Wand. Ja, aber hier eine Wand hin. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir wirklich eine Wand hin waren. Obwohl müssen wir ja, weil die Bücher, die gehen ja auch so hoch. Aber da haben wir jetzt ein Fenster umsonst gemacht. Na egal. Naja, egal. Egal, egal. Machen wir das so. Und dann, wie groß machen wir es? Dann machen wir das hier anliegend quasi. Dass er hier so reinkommt. Oder? Ja, schick oder schick. Wir können ja oben das offen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann besser oder schlechter aussieht. So. Sollen wir oben offen lassen? Also hier kommt noch eine Tür rein. Aber die Wand, wenn wir die jetzt bis ganz oben hinziehen, dann sieht das so... Ich weiß nicht. Dann macht es das irgendwie so klein. Und irgendwie finde ich das jetzt eigentlich niedlich. So, machen wir noch eine Tür rein, genau. Perfekt. So. Ha! Ist das gut oder ist das gut? Ich schau mal hier so und dann kommen hier die ganzen Bücher hin. Weil wenn hier die Fenster sind, ist auch wieder blöd mit den Büchern. Vielleicht machen wir hier eine Reihe erstmal hier unten, bis wir so viele Bücher haben. Vergeht eh noch eine gewisse Zeit und dann vielleicht hier eine Reihe oben. Mal gucken, ob wir hier in der Mitte überhaupt eine Reihe machen. Ansonsten müssen wir vielleicht die Fenster hier in diesem Zimmer einfach wieder zumachen. Die sehen wir ja dann sowieso nicht, wenn wir hier sind. Aber was wir machen, ist auf jeden Fall hier. Wir leuchten das Ganze mal ein bisschen aus. So, damit hier nichts passiert. Perfekt. Okay. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Dann haben wir schon wieder was geschafft. Oh, guck mal da draußen, der Garten. Total voll mit Monstern. Boah, die laufen über meinen Garten. Wir sind voll gemein. Kann ich jetzt eigentlich schlafen oder? Ja, kann ich sehr gut. So, dann würde ich sagen, das war es für diese Folge. Eine ganz kurze, verpeilte Nach-Ostern-Folge. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch nicht vorher Bescheid gesagt habe. Also für die Zukunft könnt ihr euch auch merken und ich werde es wahrscheinlich in Zukunft auch in den Videos immer am Tag davor sagen, dass, wisst ihr sowieso, am Wochenende kommen bei mir keine Videos. Und an Feiertagen kommen bei mir auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Videos. Es kann die ein oder andere Ausnahme mal geben, aber ich glaube es eher weniger. Genau. Zumindest bis ich vielleicht 1 Million Abonnenten habe. Ab dann überlege ich mir das Ganze nochmal. Genau. Nee, Quatsch beiseite. Nein, nein. Es wird jetzt erstmal so bleiben. Wenn sich was ändert, werde ich euch das mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Ostern, habt tolle Geschenke bekommen und habt alles gefunden und nichts vergammelt noch in meinem Garten, weil ihr es irgendwie übersehen habt. Und wir sehen uns morgen zu PvP. Wenn die Handwerker keinen Krach machen. Bis dann. Bye bye.